Willkommen zurück. Heute geht's weiter mit der 194. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen 3 Millionen Holz. Und wir haben mal wieder ein übervolles Holzlager, wie man sieht. So, dann hier noch einmal das und hier ist nichts mehr. Gut. Dann ohne Zahn ist zurück. Hat uns aber nur Fisch mitgebracht. Ja, das holen wir uns aber nicht. Können wir auch leider nicht. So, dann. Du hast das für uns. Dann würde ich sagen, können wir erstmal Kürbisschelm endlich auf Level 51 machen. Und ins Titantraining schicken. Dann Stachelschreck auf Level 18. Und bevor ich es vergesse, geht dort erstmal wieder ins Training. So. Da fliegt er wieder. Das ist doch schön. Dann Druidel kann auch auf Level 12. Und jetzt nehmen wir am besten Weiße Wind, der kann das mal ins Training. Dann Bielze Wanst könnte theoretisch auch noch ins Training, genau. Ab ins Training mit dir. Euch können wir wieder alle losschicken. Und dann müssten wir noch keinen Platz mehr haben, genau, wir haben keinen Platz mehr. Der Skrill kann wieder los. Und der Windknirscher auch, die alle auch. Der Kettenschwanz kann auf Level 56 und Level 57 kann er auch. Jetzt. Und dann schicken wir ihn erstmal wieder zum Fischen. Weil wir können ja jetzt leider keinen mehr ins Training schicken. So, dann haben wir hier noch Eierbeißer auf Level 24. Und sonst ist hier mehr erstmal nicht an der Stelle. Dann hat so ein neues Suchevent hier angefangen. Und, ja, was ist es denn für ein Drache? Ja, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, das werde ich sehen. Oder vielleicht weiß es schon jemand von euch. Dann könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. So, den schicken wir wieder los, Hakenzahn. Dann Sturmpfeil hat uns etwas mitgebracht. Sehr schön, schicken wir auch wieder los. Dann Kotz und Würg. 12 Runen und gratis und so. Machen wir das. Und dann noch, was haben wir hier? Einmal Runen. Können wir auch wieder losschicken. Dann haben wir hier noch unsere legendären Drachen. Erstmal der Immerflügler und jetzt noch der grüne Tod. Mit der Sammlung vom großen Überwilden sind wir jetzt noch nicht so vorangekommen. Aber das sollten wir auch demnächst mal wieder ein bisschen weitermachen. Jetzt im Event gerade nicht unbedingt, aber danach mal wieder. Hier haben wir Holz und Fisch zu viel. Dann Raufen haben wir noch zwei Pakete zum Öffnen. Und noch eins. Und... Champion erschütternder Rüttler. Sehr schön, aus einem normalen Paket vor allen Dingen. Gratis Paket können wir auch öffnen. Dann, so wie es scheint, haben wir auch neue Drachen bei den Odins Marken. Ja, da leckt das Pack erstmal wieder schön, sehr toll, sehr schön. So, dann, das haben wir eingesammelt. Was haben wir jetzt hier? Torstop Jana, okay. Feuerschrauber Goldpaket, okay. Klappt alles. Müssen wir noch ein bisschen sparen, aber dann holen wir uns das. Hier haben wir wieder ein paar Blätter. Ich kann euch auch gleich mal zeigen, wie viel ihr haben könntet, ungefähr jetzt. Ihr könnt bestimmt schon ein bisschen mehr haben, vor allen Dingen durch Spießrutenläufe. Also, ich habe zurzeit 900 fast, ungefähr. Also solltet ihr jetzt ungefähr 1200 vielleicht haben. Weil ihr seht, ich nehme das Video immer einen Tag vorher auf. Genau, hier haben wir auch nochmal mit drin und diesen noch nicht mal mit einberechnet. Da probieren wir mal, die 50 Runen mitzunehmen. So. Und wir gehen zuerst auf den Donnertrommler. Und dann auf den riesenhaften Alttraum. Genauso machen wir das. Erst einmal so angreifen. Ganz normal, wie immer eigentlich. Und wir sparen auf die Attacke, die Vierer-Attacke vom
Ja, vom verteidigenden Donald Trommler würde ich sagen. Haben wir auch gemacht und damit ist erst der erste schon mal weg. Und die Aktionspunkte sollten gleich für die nächste Runde auch reichen, damit wir wieder die Attacke machen können. Da geben wir uns hier nochmal Stärke und dann machen wir es so. Ja gut, bei dem ist es jetzt sowieso egal. Können wir die Attacke gerne machen, aber ich meine, der ist sowieso dann gleich fast weg. Und jetzt machen wir die sehr schön und dann ist er, ja, ordentlich Schaden bekommen haben. Und jetzt ist er weg, weil jetzt machen wir noch das hier und weg ist er. Ersten Kampf haben wir gewonnen. Sehr schön. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Das heißt, wir können auch jetzt am Glücksrad drehen. Diesmal ist wieder das Spießrutenlaufpaket dabei. Und das sollten wir auch gleich hoffentlich. Naja, vielleicht bekommen wir es. Spießrutenlaufpaket. Und sonst haben wir noch ein seltenes, das ist auch mit drin. Aber wir bekommen Holz, ist auch sehr gut, weil können wir jetzt gebrauchen, wenn wir wieder Titantraining machen können. Und ich kann ja auch noch mehr Drachen auf Titanhöhe ziehen, dann geht es noch besser. So, die haben wir. Dann machen wir los aufs nächste. Und ich würde sagen, ja, das schaffen wir. Sollten wir noch schaffen, aber ich glaube, es wären dann gleich drei Wellen. Hier gehen wir zuerst einmal auf den rauchverschwindenden Qualmdrachen. Und ja, so machen wir das. Haben ja kaum Schaden bis jetzt bekommen. Dann geben wir dem noch Schwäche mit. Und heilen wir uns. Ja, wir müssen mal gucken, wie es mit Heilen ist. Aber wir sollten auf jeden Fall. Also der rauchverschwindende Qualmdrache sollte jetzt eigentlich nicht mehr drankommen. Dann machen wir das so, genau. Dann heilen wir uns und dann gehen wir jetzt auf den, ja, tödlichen Nadder. Ich weiß gerade gar nicht, wie er genau heißt, aber das ist ja auch gerade egal. Und ja, dann machen wir normalen Angriff erstmal. Und hier kann man das so machen und da haben wir schon erste Welle besiegt. Hier haben wir auch gleich einen von den Drachen. Das heißt, wenn wir da auf die Dreier-Tage mit dem Skill kommen, machen wir ordentlich Schaden. Und das ist auch die einzige sinnvolle Attacke, die wir gerade machen können. Deswegen machen wir die jetzt auch gleich. Genau, so. Dann im heutigen Video möchte ich mal nur eine Person grüßen, und zwar die Sabine. Viele Grüße an dich, Sabine. Und jetzt holen wir uns den Sturmschneid. Genauso machen wir das. Und ja, da. Gut, das ist nicht so schön. Mit dem hätte ich gerne die Stärke gehabt, die er normalerweise hat. Da müssen wir halt so holen, den Sturmschneid. Und jetzt noch der leuchtende Fluch. Da machen wir das auch so hier, damit er kaum noch Schaden macht. Und dann haben wir den auch gleich. Genau so. Dann so. Und jetzt noch ein letzter Angriff. Und dann soll der weg sein. Genau, da ist er weg. Sehr schön. Und da können wir auch wieder am Glücksrad drehen. Mal sehen, vielleicht bekommen wir irgendwas richtig Gutes. Spießrutenlaufpaket? Oder? Naja, was ist denn da so? Ich weiß gar nicht, was eigentlich das Beste im Spießrutenlaufpaket ist. Erstmal können wir hier am Glücksrad drehen. Und wir bekommen Fisch, okay. Nehmen wir auch mit. Und dann machen wir gleich mal den nächsten Kampf. Gratis los und Start. Diesmal geht es zum Gratis-Paket bzw. Mysterium-Paket. Und wir gehen zu. Oh ja, hier sind jetzt drei Wellen und wir gehen als erstes auf den flüsternden Tod. Weil der macht wieder mal extrem viel Schaden. Und den holen wir uns jetzt erstmal.
Dann. Na, nee, da kommt nur immer dran, leider. Es ist aber auch knapp. Wie kann das denn immer so knapp sein? Und jetzt macht er seine blöde Attacke, oder? Nee, macht er nicht. Gut. Richtig so, soll er nicht machen. Dann geben wir dem Kollegen Schwäche, dann heilen wir uns und dann kommt. Holen wir uns den flüsternden Toten mit unserem. Ja, Donnertrommler. Oder vielleicht auch nicht, wenn das jetzt falsch macht. Der hat eine 50-50 Chance und er macht's falsch. Aber naja. Ich hoffe einfach mal, der macht's jetzt richtig. Ja. Wobei das mit den Aktionspunkten jetzt nicht hätte sein müssen, weil jetzt brauche ich bestimmt gleich erstmal eine Frucht der Weisen. Beziehungsweise, ich könnte. Ja, so schaffen wir's. Ja gut, das schaffen wir auch, wenn wir nur noch zwei Drachen haben dann. Aber jetzt haben wir noch drei und der sollte eigentlich unseren Skill jetzt auch nicht bekommen. Ja, macht auch gar nicht erst, probiert er gar nicht erst. Weil er schon weiß, dass er gegen uns keine Chance hat an der Stelle. Nee. Und jetzt holen wir uns noch den. Lasst mich überlegen. Regenschneider ist es. Dieser Name, der entfällt mir jedes Mal. Aber naja, wir haben ihn auch gleich. Und dann bekommen wir das Gratis-Paket. Sehr schön. Was? Achso, das ist jetzt erst die Trilena. Das ist nicht so toll. Da war ich mal wieder verplant. Aber naja, dann holen wir uns jetzt den Donnertrommler erstmal, wenn es geht. Ich schätze mal, das Grill wird dieses Mal spätestens weg sein. Wobei das gar nicht mal so schlimm ist, weil dann kann ich Hauptsache einschläfern. Genau. Und dann geben wir uns halt einen Aktionspunkteboost, wenn es sein muss. Und dann können wir gleich nochmal einschläfern. Beziehungsweise. Nee, wir holen uns erstmal den tödlichen Nadder, wenn es geht. Na, wir kommen aber. Wir sind schlecht mit den Aktionspunkten gerade. Am besten. Ich mach's so, gebe mir jetzt einen Aktionspunkteboost. Und jetzt klingelt's. Ich nehme das jetzt nicht an. Ihr müsst das mal kurz ertragen. Ich nehme das jetzt aber nicht an. Das ist so nervig, ey. Wie schaffen die das jedes Mal ins Telefonat, in die Aufnahme reinzukommen? Aber naja. Egal, wir haben es geschafft, auf jeden Fall. So. Und ich werde jetzt das Gratis-Paket öffnen. Ich hätte jetzt, oh, es hätte noch knapp werden können, weil ich bei der zweiten Welle einfach schon dachte, dass wir in der hier im dritten Welle sind. Waren wir aber nicht, deswegen hätte es sehr knapp werden können, aber ist es nicht, glücklicherweise. Und dann können wir wieder drehen. Und es ist Fisch. Okay, nehmen wir mit. Dann beenden wir das und gehen auf das Gratis-Paket, holen es uns. Kriegen wieder 6 Odinsmarken, damit haben wir jetzt 282. Und dann fehlt uns auch nicht mehr. Naja, gut, es fehlt, ist halt noch knapp unter der Hälfte. Aber so viel ist es eigentlich nicht mehr, weil man kann jetzt innerhalb von 10 Tagen halt 360 Odinsmarken bekommen. Da muss man bedenken, so lange dauert es eigentlich gar nicht mehr. Aber naja. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin viel Spaß und tschüss.